3 Millionen Kinder erreichen noch nicht mal das 5. Lebensjahr aufgrund von Mangel und Unterernährung. Und das muss man sich mal klar machen. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind. Ich bin selbst Mutter von 2 Kindern und ich finde, das sollte für uns alle unsere wichtigste Aufgabe sein, genau dieses Leid zu bekämpfen. Und die Welthungerhilfe macht das ja. Sie ist vor Ort mit lokalen Partnern, dort, wo der Hunger am stärksten ist. Und ich kann an dieser Stelle tatsächlich nur alle auffordern, unterstützen Sie die Welthungerhilfe in Ihrem Kampf gegen den Hunger. Denn jeder hat ein Recht auf Nahrung. Jeder Mensch hat ein Recht auf Nahrung. Hierzulande, wo wir in den Supermärkten zwischen unzähligen Produkten auswählen können, kommt uns das ziemlich abstrakt vor. Aber für 842 Millionen Menschen ist der tägliche Kampf ums Überleben bittere Realität. Es ist Ziel der Welthungerhilfe, Menschen anzuleiten, sich selbst zu helfen und das Recht auf Nahrung von den eigenen Regierungen einzufordern. Ich konnte mich in Indien selbst von der Arbeit der Welthungerhilfe überzeugen und habe gesehen, wie die Hilfe zur Selbsthilfe ankommt. Deshalb fordere ich jeden auf, die Welthungerhilfe im Kampf gegen den Hunger zu unterstützen. Viele glauben, dass Menschen hungern, weil es nicht genug Nahrung für alle gibt. Das ist falsch. Weltweit werden genug Lebensmittel produziert, um die ganze Menschheit ernähren zu können. Hunger ist vielmehr die Folge von schlechter Regierungsführung, Armut, Krieg, Vertreibung, Ungerechtigkeit, Naturkatastrophen. Und diesem Problem widmet sich die Welthungerhilfe, zusammen mit lokalen Partnern. In Notsituationen liefern sie Nahrungsmittel und Trinkwasser, aber viel wichtiger sind die Investitionen in langfristige Ernährungssicherung. Weil jeder Mensch hat ein Recht auf Nahrung, überall auf der Welt. Und darum bitte ich jeden, die Welthungerhilfe in ihrem Kampf gegen den Hunger zu unterstützen.